Von den Machern von Rosamunde Pilcher erscheint dieses Jahr ein neuer Film in den Kinos. Verirrt, verwirrt. Nach einem Roman von Theodor Fontane. Es war im letzten Sommer, da lernten sich zwei junge Menschen kennen. Bote von Riemann, Lene Niemitsch. Brachten eine wunderbare Zeit miteinander, hatten Spaß in der Natur, sowohl im Wald als auch im Feld. Jedoch stellte sich bei ihm zu einem Problem. Dein Haar in der Sonne. Ja, Bote. Das lässt sich mir auf jeden Fall angucken. Du weißt genau, wie du bist. Aber Lene. Die Beziehung zwischen Lene und Bote will keiner aus seiner. Bote, wir müssen reden. Sein Onkel Anton ebenso. Du und Lene, das wird nichts. Aber das passt doch eigentlich. Nein, das geht nicht. Deine Mutter will es nicht. Aber ich liebe sie doch. Kabelapap, stell dich nicht so an. Du bist ein Mann. Du kannst das. Meine Güte. Ich habe mit Bote gesprochen. Ich glaube, er hat eingesehen. Und seine Freunde wollen diese Beziehung ebenso wenig. Ab dem 16.08.2012 in den Kinos.